Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Empyrean Galactic Survival mit dem guten Pappnase. Hallo, du bist voll getan mit deinem gelben Anzug. Gelb? Ja, du hast einen gelben Anzug. Bin ich überhaupt nicht getarnt? Du bist aber auch ein bisschen gelb. Wenn du da in das Grüne reingehst, dann bist, finde ich schon, dass du ein bisschen getarnt bist. Also eindeutig. Man kann sich auch gar nicht bücken in Nee, kann man auch nicht. Gut, was war letzte Folge los? Wir haben versucht, die Absalon-Fabrik einzunehmen. Wir haben es auch geschafft, wir haben den Gore zerstört, aber sind massiv oft gestorben und haben gemerkt, wir brauchen definitiv mehr Munition. Das ist das Ziel der Arbeit heute. Also heute wollen wir ein bisschen Munition herstellen und jetzt muss ich erstmal ein paar Corn Dogs essen. Warte. Ich muss mal kurz schauen. Du bist ja schon Level 10, ne? Warte, ich guck gleich mal, welches Level ich bin. Ich muss mir erstmal ein paar Cornhawks reinpfeifen. Ich habe noch einige Ressourcen, die wir schön verpulvern können für neue Waffen, Munition und. Wir müssen nur wieder zurückfahren. Kannst du mal schauen, wo das ist? Ja, kann ich machen. Wow, was sind da hinten für Palmen drauf? Ist ja irre. Was ist das da hinten? Mal hinzoomen. Ach, das sind einfach nur diese Wackelpflanzen. Ja gut. Nee, nur guck mal, das sah cool aus. Kein Schuss mehr. Aber ja. Ich habe Fleisch in der Tasche. Das ist nicht schlecht geworden, nachdem ich mich Ich habe gar nichts. Ich habe mein Rucksack liegt noch da in dieser blöden Fabrik drin. Okay, dann wollen wir fahren? Jo. Damit kann man ja immer nur EPs machen. Oh, ein langer EPs Weg. Gemacht. Oh, falsche Richtung. Also die Lecks, die entstehen einfach dadurch, dass der Pappnase so ein Lab. Was für ein Internet hast du? 260 Mbit. Ich hab. Nein. Ich hab noch eine 16.000er. 16.000er, ja. Mhm. Und deswegen, obwohl ich finde das eigentlich schon ziemlich schnell. Vor allem, du machst jetzt keinen Download, keinen Upload im Augenblick, ne? Kann das sein? Nicht wirklich. Nix, ne? Und deswegen zieht das immer so nach. Da hinten ist auch noch irgendwas. Ich schieß einfach drauf. Egal, was passiert. Gib alle. Rechts. Fahren wir dann Richtung Heimat. Auf der Map sieht das wieder besser aus. Ja, das ist unsere Heimat. Nee, das ist die Epsilon-Waffenfabrik, wo du hinfährst. Musst du weiterdrehen. Boah, wie weit sind wir denn weg? Ja. Die werden beschossen. Da ist eine Drohne. Bleib stehen. Boah. So, mega EPs. Und eben sammeln. Ja. Ich hol's mir. Das hat aber geklappt. Auch mit unseren super, super Ping. Ja. So. Alles einkassiert. Oh Mann, ich mache hier Erfahrungspunkte ohne Ende. Ich bin mittlerweile tatsächlich auf weg zu fliegen, Level 10. Habt ihr das gesehen? Ich wollte ja einfach nur drüber kommen. Oh. Ich bin wieder drauf. Dann dampft die Drohne noch. Ja, wir wollen natürlich gerne im Weltraum fliegen und dann auch unabhängig voneinander. Aber wir müssen erstmal ein gewisses Level erreichen. Was war das denn nochmal? Während du da rumfliegst, gucke ich mal. Bis wir uns die Turbine bauen dürfen. Oh, das ist schon physisch schräg. Level 10. Ich bin nur Level 10. Wieso? Ich habe 223 Punkte frei. Es ist ein Skillbaum. Ich muss das alles freischalten. Scheiße. Also ich darf Schubdüsen bauen, Popnase. Reaktionsdinger da. Bitte? Die Reaktionstriebwerke oder die richtigen Triebwerke? Die ganz normalen Triebwerke. Okay. Es gibt noch eine Schubdose Atom, gibt es auch noch. Was? Ab Level 15. Wird wahrscheinlich mega Power haben. Wow, was schießt auf uns? Drohne wahrscheinlich. Was ist das? Wo? Hinter uns vielleicht, kann das sein? Sehe sie nicht. Oder ist es ein Geschütz? Ich dreh mich auch so. Boah, das schießt ja 1 Million Kilometer weit. Ich schieß einfach. Sperrfeuer! Wenn man nicht Munition hat. Boah, die kann aber weit, weit schießen. Ja. Hammer. Aua, hat mich getroffen. Echt? Du hast keinen Sauerstoff zum Atmen. Nein, du bist unter Wasser gewesen. Es bewegt sich bei mir so gut wie gar nichts gerade.
Also rein technisch darf ich, also ich habe es jetzt so gelernt, darf ich jetzt die Schubdüsen schräg bauen, Schubdüse normal, Richtungsdüsen und RCS. Da ist noch eine Drohne. Einen Helm angezogen. Oh. Oh, warte, bleib ich einfach stehen. Kommt sehr verzögert bei dir, ne? Willst du aufsammeln? Ja, gerne. Warte. Ich mach noch EPs. Blumen-EPs. So. Apropos, ich fahr hier mal kurz. Ich bin ausgestiegen. Hey, ja. Wo dampft der Lümmel? Oh, das ist bestimmt selber, ne? Ach so. Ja. Da kriegst du aber keine EPs, ne? Nee, darum geht's mir auch gar nicht. Ich suche was Bestimmtes, und zwar Aloe Vera. Aloe Vera. Ja. Da Pappner so eine geschmeidige Haut hat. Ey, der hat auf mich geschossen. Alter. Trifft sogar. Oh. Macht die auch Schaden? Mhm. Bei dir? Ja. Okay. Komm gleich ein. Bin ich. Flieg uns nach Haus. Da war eine Blume. Oder was war das? Eine Blume, genau. So ein Schleimi geschossen. Ne? Dann ruckeln wir mal Richtung Heimat. Ich fliege in die falsche Richtung. Ich mache einen Gartenplatz. Mach das. Ist es mein Inventar jetzt leer? Ach so, ja klar, ich bin ja im Geschütz. Jetzt kann ich nicht mehr schießen, warum? Weiß ich nicht. Ach so, ich bin vom Geschütz weggegangen. Erstaunlich. Sachen gibt's. So, wo fahren wir denn jetzt nur hin? Nach Hause. Boah, ist das so weit? Ja. Aber wie gesagt, Schubdüsen sind jetzt drin. Wir können jetzt langsam so die Weltraum reisen. Ich lerne auch das ganze Schiff bauen. Das ist einfach geil. Okay. Ich habe so viele Punkte. Constructor klein, Treibstofftank, Sauerstofftank, Minigun, Raketenwerfer, Automatiktür, Kühlschrank wichtig. Also ich lerne auch noch mal. Passagierplätze brauchen wir eigentlich nicht. Ja, komm. Sag mal, haben die Planeten bitte größer gemacht? Also ich habe auch so den Eindruck. So, ich habe auch noch mal gelernt, jetzt die Waffen her, dieses Flugzeug herzustellen in allen seinen Facetten. Cool, Kraftstoffzellen verschiedene. Boah, was ich alles machen darf, ey, heftig. Level 10 Waffen, Pistole, oh, die Han Solo Pistole, die ist gut. Ja, die ist echt gut. Schwerkraftgenerator, Capital Vessel, oh, ich darf so viel bauen. Aber das ist jetzt natürlich schon ein bisschen sehr weit geschützt. Gut, ich habe ein bisschen was gelernt. Sind wir denn irgendwann mal zu Hause? Ich glaube schon, ja. Ist nicht mehr weit. Nee, das ist die Epsilon-Verteidigung. Och, bei mir bewegt sich irgendwie gar nichts. Also immer man nur sieht ganz, auch ganz, so ganz, komisch ganz, aus. Ich schaue auf die völlig falsche Richtung, wenn man auf ein Schiff guckt. Mikrominimal bewegt sich das mal mehr. Jetzt gerade. Zentimeter für Zentimeter. Also es kommt dein Internet nicht nach, lieber Pappnase. Lass mich mal fliegen. Vielleicht geht das ja besser. Nee, geht nicht besser. Ja, aber dann sehe ich wenigstens, dass sie vorankommen. Wir kommen voran, glaube ich mir. Ja, aber warum? Wann bin ich denn dann mal da? Du bist dann schon 2 Stunden da und ich komme nicht an. Ja, du könntest reconnecten. Ich mache das jetzt. Ich connecte. Nein, neu. Nicht jetzt! Warum? Weil keine Ahnung, wo du dann landest. Steig wahrscheinlich aus, ne? Ja. Ist schon zu spät, hab aber schon gemacht. Echt?
Ja gut, ist ja egal, ob ich jetzt lauf oder mit dir fliege. Das dauert ja alles ewig lang. Hallo Schleimi. Kaffee. Okay, das ist doch jetzt schon eine Ecke zu laufen. Ein bisschen doof. Ja, aber bitte fliegen, ich bewege mich 1 Zentimeter in einer halben Stunde. Das ist ja nix. Also, soll ich die jetzt nochmal abholen, oder? Ja, das bringt ja nichts. Ich komme ja nie an, wenn ich mit dir fahre. Das ist ja das Komische. Aber du kommst irgendwie an, ne? Ja. Was ist seltsam? Helm ist an, ne? Ja, ich verbrauche Sauerstoff. Da ist die Epsilon Verteidigung 1. Hui. Ja, wir wollen auf jeden Fall nach Hause erstmal. Als Nein, ich fall durch die Welt. Du fällst durch die Welt? Mhm. Das geht ja mal gar nicht. Und ich habe noch einen verdammt langen Nachhauseweg. So. Ist die Lampe hier vorne kaputt? Nee. Und dann haben wir natürlich auch ein bisschen was gesammelt in unseren Überfall und ich hoffe, wir können so halbwegs schon mal ein Raumschiff zusammenbauen. Und dann muss ich unbedingt testen, wir wissen ja, dass es funktioniert, den Planeten zu verlassen und der Pappnase zu Hause lassen. Ja. Der muss kochen, ich fliege im Weltraum. Ja, auf jeden Fall. Also jeder wird hier sein eigenes Schiff kriegen. Und Waren in unsere Raumstation, die wir uns oben bauen wollen, platzieren dann. Ja. Also... Achso, das war die Epsilon-Fabrik. Also diese Ausdauer, die macht mich echt wahnsinnig, ne? Ich habe Kaffee doch gehabt. Ah, den haben wir wahrscheinlich verloren im Gefecht. Da. Apropos Kaffee. Warum kann ich mich wenigstens ein bisschen schneller bewegen? 58 mal Wasser. Sehr geil. Bist du schon zu Hause? Ja. Ich bereite hier alles für deine Ankunft vor. Brauchst du nicht. Ich muss den Helm ausschalten, weil ich gerade Sauerstoff verbrauche ohne Ende. Ich habe den Eindruck, ich komme gar nicht voran, ey. Der Planet ist wirklich irgendwie größer, ne? Glaube ich auch. Ich komme gar nicht näher. Und es ist schon wieder verkackte Nacht, ey. Immer ist Nacht. Was macht mein Fleisch? Das ist schon verrottet? Nein. Ich muss das ganz schnell nach Hause bringen und fertigen. Ja. Ach, guck mal. Hops. Helm ist an. Helm ist... aus. So. Jetzt geht's aber rund. Ich komme, Pappnase. Ich komme. Gib alles. Ausdauer. Mein Kaffee ist leer. Drück die ganze Zeit Rennen gedrückt. Oh Gott, ich komme keinen Tacken näher. Das kleinste Meer auf dem Bild da, auf der Map, ist ein gigantisches Meer hier, wo ich rüberschwimmen muss. Zu die Hölle. Oh. Natürlich super spannend fürs Video jetzt, ne? Diese Spaziererei. Ja. Oh, ich hab keinen Helm an. Hält er aus. Hm. Wieder mal ein Pusten. Tim, der Atomantrieb ist nur ein gepanzerter Antrieb. Okay. Nein, Blume und ich hab keine Ausdauer mehr. Und keine Munition. Ich will meine Sachen nicht verlieren. Ich sehe schon die Basis. Ich habe leider nichts, womit ich dir helfen kann. Du hast einen Hoover-Wessel mit einem Maschinengewehr oben drauf. Stimmt. Auf jeden Fall laufen wir den Sonnenaufgang entgegen. Das ist schon mal gut. Oh, nicht stehen bleiben. Ich weiß, vielleicht hört ihr ja auf, mich zu jagen. Warte. Ich komme. Nein, tut sie nicht. Blume! Oh. Help! Help! Komme, ich komme. So schöne Sachen im Inventar.
Bin ich schon. Ich sehe dich aber nicht. Du fährst jetzt an mir vorbei gleich. Jetzt bist du vor mir. Bist am Leuchten. Was? Du hast eine Lampe voll dran, übelst hell. Bin jetzt bei dir. Jetzt laufe ich vor dir. Jetzt! Okay, jetzt sehe ich dich. Wieso du schießt das Teil denn hier durch. Nicht? Besetz es doch nicht. Hast du dafür, du scheiße Pflanze, du. Kein grünen Daumen. Komm, fahr mit mir nach Hause jetzt. Kein Sauerstoff mehr. Was? Hör auf, Ding. So, ich bin drin. So, es geht dann anfangs immer so gut noch und dann wird's ganz, ganz ruckelig, ne? Jo. Jetzt ist bei mir dolle am Ruckeln. Also ich bewege mich echt sprunghaft nur so. Wutz, wutz, da unten ist unser Block. Ich sehe ihn. Ich muss unbedingt den Host machen. Was man so mit seinem Käse-Internet bringt einfach nichts. So, ich steche aus, das ist. Krieg noch Krebs hier. So, ich werfe meine Klamotten im Constructor. Wir sind zu Hause. Oh, du hast sie geerntet. Nee, hast du nicht. Nein. Darf nichts mehr ernten. Mein Inventar ist voll. So, jetzt wird erstmal aufgeräumt. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Darf ich mal ganz kurz dran? Ja, warte, du kriegst ja die ganzen Sachen von mir. Was für Sachen? Ja, alles meine Erze, alles was ich gesammelt habe unterwegs, auf unserer Reise. Ja, genau, die tust du da jetzt rein und dann... Kannst du doch verwerten. ...schnapp ich mir ein Abbautool und muss nämlich Magnesium holen, denn wir haben nicht mehr viel Magnesium. Oh, das war 1-4. Auch nicht. Was habe ich denn da reingeworfen? Ist den hier. Gut. Hier, geh ran. Oh, wir haben noch gut Steaks. Und vielleicht eine Waffe zur Verteidigung. Das wäre sehr schön. Ja. Fleisch. Schnell verwerten. Huh. Oh, ich habe noch Kupfererz. Und Magnesium. Ich bin fast erstickt auf dem Planeten, auf dem man atmen kann. Wie doof ist denn das? Ich habe aber auch nicht mehr viel Sauerstoff. Wir müssen vielleicht bald mal so einen Sauerstoffteil bauen. Ja. Einen neuen, noch einen Constructor wäre nicht schlecht, damit wir zwei hätten. Ja. Stimmt. Warte, du machst Munition, aber nicht wenig. Constructor groß. Puh. Ich lasse ihn einfach mal herstellen. Cockpit, ich darf alles bauen, was das Herz begehrt, für ein wunderschönes Space Raumschiff, wollte ich gerade sagen. Was vielleicht blödsinnig ist. Ja. Er craftet fleißig. Das dauert natürlich, bis die Munition fertig ist, jetzt 100 Jahre. Mal abchecken. Eine Munition darf er noch herstellen, dann mache ich die hier raus, dann soll er den Rest machen. Was tut der hier? Mein Konstruktorchen. Und nix, schon gut. Irgendwas komisches macht er. Salami sind hergestellt. Ah, der darf jetzt hier, der darf auch einen Konstruktor groß herstellen. So, auf 25 Kaffee sind hier drin. Heftig. Und was hier? Nichts, dann ist leer. Ist ja klar. So. So. Mach ich mich mal. Hey. Was habe ich denn jetzt? Das hier. Dann hol ich mal ein bisschen Magnesium. Da habe ich ein bisschen was mitgebracht. Das ist schon mal gut. Also der Raubüberfall hat sich schon ein bisschen gelohnt, aber nur minimal. Ach, so. Aloe Vera. Ein Salami im Kühlschrank. Er repariert, ich hör's. Oh, fertig. Heftig. Der passt hier nicht rein, der Constructor. Wieso nicht? Da. Hä? Wie groß ist denn der?
Was denn? Der Constructor. Hast du den richtigen gebaut? Den normalen, wie du den hast. Okay, der müsste aber da reinpassen. Ja, eigentlich passt er auch rein. Aber ich muss den so einen Tacken an von der Wand weg. Ach, die Lampen waren im Weg. Jetzt ralle ich's. Ach so. Ja, gut, ja. Ist jetzt natürlich nichts drin in dem Constructor. Da brauchen wir Ressourcen. Du kannst doch splitten. Splitte doch die Ressourcen in einen Constructor. Nö. Der muss eine bekommen. Ist doch blöd. Voll im Malochen. So, wo hatten wir denn Eisen? Eisen ist nicht Kobalt. Oh, Eisen ist weit weg. Silizium. Wo ist Eisen Magnesium? Ja, pass auf, dann schnapp dir den Flitzer, dann Magnesium ist nicht so weit weg. Ich brauche kein Magnesium, ich will Eisen. Ja, ich gehe dann zu Fuß Magnesium holen. Warte. Ich brauche... Und... Ja. Ich glaube, da hattest du welche noch da, ne? Was denn? Verdampfermunition. Nee. Ah, scheiße. Die haben mir jetzt alle eingesteckt, weil... Aber kannst du ja eben herstellen. Oh, ich nehme den Kaffee mit. Ich habe da oben noch eine Salami. Verdampfer Munitiono. Kraftzelle groß. Was? Wasserstoffflasche. Boah, was ich schon alles bauen darf. Heftig. Voll geil. Was soll ich jetzt bauen? Ich hab's vergessen. Was war das? Verdampfer Munition. Verdampfer Munition. Da ist er. Bisschen brauche ich. So, drei reichen eigentlich, ne? So. Eine Salami als Snack für den Weg. Was sagt denn die Energie hier noch? Aloe Vera, sagt sie. Aloe Vera. Na gut, 5 Stück sind gut. So. Jetzt ruckelt's nicht so. Kobalt. Magnesium. Kobalt, da oben ist Eisen. Ach du Scheiße. Ich glaube, das ist die richtige Richtung. Nicht ganz. Oh, ist das schön, wenn man nicht so ruckelt beim Fliegen. Ehrlich. Ich lasse mal hier ein bisschen meine Stamina aufladen, denn wenn man auf bei 0 Stamina Kaffee trinkt, dann bringt das, glaube ich, gar nichts. Ja, hat bei mir auch nicht so gebracht. Aber beim Schwimmen habe ich einen gesoffen und nichts passiert. Oh, ich bin an dir vorbeigefahren, sehe ich gerade. Ja, ich sehe dich. Was ist jetzt los? Wo fahre ich denn hin? Der guckt nach... Ach. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Mann! Ich fahre nach oben, aber er fährt nach unten, irgendwie. Ja, das ist ja eben der Witz. Das, ich glaube, ich habe das Cockpit falsch dran gebaut. Ach so. Hing fest. Aber ich habe vergessen, Tim hat jetzt das Hoover-Wessel. Und wir wissen ja, was Tim mit den letzten Hoover-Wessels angestellt hat. Mann, das Ding schießt die ganze Zeit, ich höre nix. Du kannst das auch schalten mit P. Das ist echt grausam, das Ding, ne? Wo ist es, das Geschütz? Ich find's sinnvoll. Ja, schon, aber nur wenn du da bist. Nö, auch so. Ach, Drohne. Was soll man denn da machen? Soll mich da einer töten? Oh, ich bleib mit dem Ding am Stein hängen. Oh, kann man denn mal... Wie kann man denn nochmal in der Luft fliegen mit dem Ding? Ja, das ist so. Oh, ich bin nicht drauf. Alter. Wow. Aber die Armaturen sehen übelst irre aus, ne? Ja, die sollten... Also, da sollten sie sich vielleicht ein bisschen Mühe machen. Ich meine, guck mal, wenn du... Ich hab's ausgeschaltet, jetzt schießt trotzdem weiter. Und durchgehend. Dann drück P und schalte das Geschütz aus. Hab ich schon. Nein, ja, dann musst du es nochmal ausschalten. Es schießt noch mehr, wenn ich es ausschalte. Es funktioniert aber, Tim, glaube ich. Ich habe noch das ganze Gerät einmal ausgemacht. Ich glaube, jetzt hat es geklappt. Boah.
Ich habe nur für 72 Minuten Energy, das ist gut. Ich habe keinen Helm auf. Ach gut, mach nix. Ah, wo ist denn jetzt hier die verkackte? Also es ist ja auch fast unmöglich zu finden, wenn man nicht weiß, wie rum man fliegt. Und gucken, in welche Richtung du fliegst. Naja, wenn du dich so, wenn du ganz schnell M drückst, während du fährst, genau, dann siehst du, dass du dich bewegst. Das ist einfach nur umgekehrt. Also so schön. Das finde ich aber schon irgendwie schon ätzend, ne? Muss ich ja wirklich sagen, weil... Ziemlich blöder Fail, ne? Ich habe das Cockpit definitiv in Pfeilrichtung da dran gebaut. Aha. Ja, man kann sich ja darauf einstellen, dass man falsch umfliegt, sehr gut. Dieses doofe Geschütz, ne? Ist die ganze Zeit sich am Drehen. Ich drück doch Y, ich darf es nicht ausmachen. Jetzt ist es Z. Drück mal Alt-Shift. Ich fall durch den Boden. Reconnector. Ja, mach ich, hab ganz schnell gemacht. Das sah seltsam aus. So. Eisen. Wo bist du, Eisen? Da unten. Ein Loch ist schon vorhanden. Das Magnesium sieht voll glitschig aus. Gut. Oh, ich hab den Helm noch. Ich fange abzubauen. Ich glaube, wir sind schon bei 20 Minuten, Pappnase. Ja. Ich baue ein bisschen ab, damit ihr euch das ja. Das muss ja nicht in meinem Video. Genau. Diese Abbaukacke, die dauert ja immer so lange. Sag ich danke fürs Zusehen und ja, und danke an Pappnase fürs Mitspielen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Imperium Galactic Survival. Blablabla. Tschüss. Tschüss.